Ho, 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 ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute werfen wir einen Blick in den Barbour-Adventskalender, denn ich liebe Ampullen und das ist ein Ampullen-Adventskalender. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Der kostet normalerweise 84,90 €. Ich habe den gekauft bei Feel Beauty für 75,99 €. Soll Produkte im Warenwert von 125,18 € beinhalten. Das heißt, das Preis-Leistungs-Verhältnis ist, naja. Ich bin gespannt, welche Produkte, welche Ampullen uns hier drin erwarten werden. Es ist ein Adventskalender, der nur aus Kläppchen besteht. Und ich glaube, wenn man halt jeden Tag eine dieser Ampulle verwenden würde, würde man am Ende der Adventszeit wunderschön strahlend und gut gepflegt aussehen. Denn die Barbour-Ampullen sind wirklich nice. Ich mag die ganz gerne tatsächlich, auch wenn ich eher so ein Dalton-Girl bin. Ne? Aber die von Barbour verwende ich doch auch ab und an mal ganz gerne. Dann würde ich sagen, solltest auch du Teil der Crew hier werden wollen, abonniere doch super gerne meinen Kanal und begleite mich auf meiner kleinen, aber feinen Beauty-Reise. Auch hier wurde ein Ständer komplett wegrationalisiert, aber du kannst es immerhin aufhängen. Yay. Ich glaube, ich lege den aber vor mich, weil du kannst es so schlecht erkennen, was da wo ist, also welche Zahlen da sind. Da muss ich immer ein bisschen näher rangehen. Zum 1. Dezember erhalten wir die Hydra Plus Ampulle und da haben wir auch direkt die Abbrechhilfe mit dabei, was ich sehr, sehr schön finde. Die sind immer ein bisschen ja schonender für die Hände, dass du dir halt nicht irgendwie aus Versehen das Glas dran machst. Und solche Ampullen kann man sich halt auch super auf zwei Anwendungen aufteilen oder du machst dir das halt wirklich schön mit einem Gua Sha Stein oder so rein. Ne? Dann brauchst du die ganze. Wir haben hier aber auch größere Kläppchen drin. Vielleicht haben wir hier auch noch andere Produkte drin enthalten. Mal gucken, am 2. Dezember ist nochmal die Hydra Plus drin. Okay, ja gut. Nochmal Feuchtigkeit. Ist schön. Okay, das ist sehr öde, denn selbstverständlich auch dabei ist die Nummer 3 und wir haben hier nochmal die Hydra Plus drin. Haben wir hier auch andere mit? Ich hoffe. Hier haben wir die Nummer 4. Och nö. Was ist das? Nochmal Hydra Plus. Ja. Yay. Ja, am 5. Dezember geht es mal ein bisschen anders ab. Und zwar mit dem Algar Vitalizer. Da sind Algen drin. Algen ist wundervoll, denn Meereskosmetik liebt meine Haut definitiv sehr. Ja, also das ist schön, dass wir die hier drin haben. Erinnert mich von der Optik her, von der Konsistenz vielleicht auch ein bisschen an die Caviar Deluxe. Nikolaus? Darf gerne was Besonderes sein. Okay, jetzt geht's ab. Wir haben hier die Active Night Ampulle drin enthalten. Sehr spannend. Also eher eine Nachtampulle. Da muss man natürlich erstmal online ein bisschen gucken, was die Wirkstoffe so sind, dass du da nicht irgendwas miteinander kombinierst, was nicht funktioniert. Ne? Aber schön. Ja gut, am 7. Dezember kommt das Ganze dann nochmal. Also auch nochmal die Active Night ist hier am Start. Das ist ja so eine milchige Ampulle. Wird wahrscheinlich auch ein bisschen reichhaltiger sein. Also ja, die Nummer 8 darf machen, dass es kracht. Und hier haben wir auch nochmal eine aktive Nacht am Start. In der Nummer 9 dürfen wir uns dann über Multivitamin freuen. Guck mal, die sieht doch hübsch aus. Ne? Die hat auch noch irgendwie so, ich glaube, eine Ölphase dann hier quasi mit drin. Dass man es so ein bisschen schüttelt vielleicht vorher. Nee, dann rutscht das nach oben. Geh wieder runter. Hallo. Es steht übrigens in den Kläppchen in allen möglichen Sprachen fröhliche Weihnachten drin, was ich sehr süß finde. Oh, in der Nummer 10 darf es mit Perfect Glow weitergehen. Das finde ich schön, die mag ich auch sehr gerne, verwende ich gerne morgens, einfach weil die halt auch optisch so einen Schimmer mit drin hat. Ne? Ist ganz cool. Und Ampullen verwende ich gerne alternativ zu einem Serum zum Beispiel. Die sind nämlich meistens einfach ein bisschen höher konzentriert und wirken dann etwas intensiver auf die Haut, was ich einfach gerne mag. Ne? Jetzt nicht jeden Tag, weil dafür wäre es zu teuer, aber immer mal wieder so zwischendurch ist es echt nice. Die erste Schnapszahl ist die Nummer 11 und hier bekommen wir auch nochmal unseren perfekten Glow. Und auch zur Halbzeit gibt es nochmal den Perfect Glow, damit man ja, 3 Tage lang strahlen kann. Eine unerwartete Wendung gibt es am 13. Dezember und zwar haben wir hier 3D Firming am Start. Also eine Ampulle, die dann auch ein bisschen einen Glättungseffekt mitgeben soll. Schön, manche davon kenne ich auch noch gar nicht. Ne? Das sind ja meistens so die, die man klassischerweise auch irgendwie in anderen Adventskalendern mit drin hat oder die irgendwie in Boxen drin enthalten sind. Hier bin ich jetzt beim 14. Dezember und da haben wir nochmal unsere 3D-Firming-Geschichte am Start. Das hätte man wenigstens ein bisschen durchmixen können, ne? Denn auch am 15. Dezember dürfen wir nochmal so ein bisschen das Bügeleisen über unser Gesicht laufen lassen mit der 3D-Firming-Ampulle. Oder Barbour sagt, nee du, chill dich ein bisschen und mach nicht alles quer durcheinander, das kann die Haut nicht so gut vertragen. Auch möglich. Ist ja Institutskosmetik, die werden sich ja eigentlich damit auskennen, würde ich jetzt mal so tippen. Ne? Auch am 16. Dezember dürfen wir unser Gesicht nochmal glätten mit der 3D-Firming-Ampulle. Aber jetzt komm, eine Woche vor Heiligabend darf jetzt einfach mal wieder so ein bisschen was anderes kommen, oder? Nein, nein, einfach nein.
Du musst gebügelt werden. Also, dein Gesicht muss gebügelt werden. Herzlich willkommen in der Weihnachtswoche. Das Bügeln geht weiter. Wir sind jetzt schon fast eine Woche lang wirklich nur dabei, unser Gesicht zu glätten. Das ist schon sehr, sehr öde, oder? Muss ich wirklich sagen. Also, wenn ich den jetzt so in der Adventszeit öffnen würde und das so drin hätte, das fände ich echt nicht so cool. Denn ja, am 19. Dezember haben wir was anderes drin, aber der Sinn ist der gleiche. Lift Express haben wir hier. Die scheint nicht so flüssig zu sein, sondern eher auch noch ein bisschen pflegend. Okay. Ich glaube, das dürfen wir jetzt bis Heiligabend so weitermachen, oder? Herzlich willkommen im 20er-Bereich. Du darfst hier weiter dich schnell liften mit der Lift Express Ampulle. Und auch am 21. Dezember hast du nichts anderes zu tun, als dein Gesicht noch weiter zu verjüngen und schnell zu liften. Denn hey, bald ist Heiligabend, du musst aussehen wie... Weiße Bescheid. Okay, der 22. Dezember ist jetzt mal ein bisschen größer. Da erwarte ich halt auch irgendwie mal was anderes drin als sowas. Nein, das ist auch die Lift Express Ampulle. Aber das Kläppchen ist größer. Ich hatte das eigentlich im Scherz gesagt, Leute. Ne? Auch am 23. Dezember, einen Tag vor Heiligabend, ist die Lift Express Ampulle am Start. Aber jetzt zum 24. Dezember, da müssen die doch jetzt noch irgendwie was Cooles raushauen, oder? Bitte. Wenigstens eine, die wir noch nicht drin hatten. Das würde ich jetzt natürlich sehr feiern und begrüßen. Nein, es ist nochmal die Lift Express. Nee. Ich habe eingangs gesagt, ich liebe Ampullen, aber ich hätte nicht damit gerechnet, dass es so wird. Also ich hätte schon gedacht, dass wir so ein bisschen mehr Abwechslung haben. Ich hatte vorher noch nie einen Barbora-Ampullen-Adventskalender. Ich hätte mir wenigstens gewünscht, dass sie das durchmixen. Also, dass die jetzt nicht alle so hintereinander reinpacken. Das fühlt sich ja schon ein bisschen blöd an, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, es ist schön, du hast die Ampullen von Barbour hier drin, die sehr hochpreisig sind. Und ich denke auch, dass es cool ist und dass man da seine Freude mit hat. Ja, du hast ja auch ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis sehr wahrscheinlich am Start. Aber ganz ehrlich, der ist wirklich nicht so der Knaller. Von außen so wunderschön gestaltet an. Ja, und wir haben auch hochwertige Produkte drin. Aber ich finde, also für sehr beständige und stetige Menschen ist dieser Adventskalender, glaube ich, ganz gut geeignet. Oder für die Leute, die sagen, Mensch, ich würde mir so oder so ein paar Ampullensets von Barbour kaufen wollen, kauf mir den Adventskalender, hab ein bisschen was gespart. Aber ich würde den jetzt nicht so im Advent öffnen. Weil überleg mal, da bist du ja echt auch eine ganze Weile mit dabei, dein Gesicht zu glätten und hast du nicht gesehen. Ist halt null abwechslungsreich, oder? Ich weiß es nicht. Schreib mir das gerne in die Kommentare. Und dann wär's es hier gewesen. Wenn es dir hier gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.